Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute den DAF 105 von Schumi aus dem SDS-Forum. Und da gibt es wieder ein Update für die 1.40 jetzt nun. Und das wollen wir uns anschauen. Ich zeige euch natürlich nur das, was für uns interessant ist, also das, was von Schumi kommt, weil der Rest ist ja original SCS. Deshalb fangen wir mal an, was wir haben. Ich mache jetzt oben nur mal das Dach und dann gehen wir zu den anderen LKWs weiter, beziehungsweise zu den Fahrerhäusern. So, von Schumi aus habt ihr hier oben Slots hier und dann die hier. Ne? Und ansonsten ist hier ja alles gleich, das Original SCS. Dann beim Super Space Cap Plus, da sieht die Geschichte schon ein kleines bisschen anders, nämlich da habt ihr dann hier die Spoiler-Variante, entweder die Standard oder dann die vom Euro 6, in der kurzen oder in der bisschen Raced-Variante, aber das ist dann hier die Euro 6-Variante. Da habt ihr dann natürlich nicht mehr so viel Platz, also Rundumleuchten und so, genauso mit irgendwelchen Lammbügel, da müsst ihr halt dann gucken. Ne? Ansonsten die Slots oben und dann hier passt, das ist auch gleich. Das ist dann die Sonnenblende. Und jetzt kommen wir zum Superspace. Da haben wir ja die Variante mit den kleinen Lämpchen hier und mit den großen, die originalen von SCS. Da habt ihr dann hier auch wieder, Moment, stopp, hier diese Slots. Mehr habt ihr dann von Schumi nicht. Und bei dieser Variante nur mit den kleinen Lämpchen, die ich eigentlich ganz schick finde, habe ich hier und da öfters mal gesehen. Das sind wahrscheinlich eher so die Sparmaßnahmen, wenn jemand so einen LKW bestellt und sagt, komm, wir nehmen nur die kleinen Furzlampen, bevor wir jetzt diesen fetten reinbauen. Na, aber das mal so zur Info. So, da haben wir dann auch oben die Slots. Aber hier habt ihr dann keine Slots mehr, so wie bei den kleinen Kisten. Deshalb bleibe ich nämlich beim Superspace, weil ich will ja die Lampen mit anbauen, sonst habe ich immer den großen genommen. Und ja, so, jetzt nehmen wir den Euro 6. Baue hier mal die Originaltröten hin. Die nehmen wir natürlich mit. Was haben wir jetzt hier noch für Slots? Was kann man da noch bauen? Schau mal. Siehst du, was da noch bauen kannst, sind irgendwelche Rundumleuchten drauf bauen. So und so. Und hier vorne habt ihr dann die Möglichkeit, da machen wir einfach mal hier so ein paar. Ach, guck mal hier, Original DAF 105. Guck mal, steht sogar. Hat schon mir auch mitgepackt. Hier, die Original DAF 105 Lampen. Das sind praktisch die hier, bloß nochmal. Die nehmen wir dann auch hier. Wenn Schumi uns das vorgibt, dann machen wir das auch. Die ganzen Sonnenblenden sind, glaube ich, auch klar. Dann schauen wir nochmal durch. Das sind die Spiegel. Da habt ihr dann auch die Möglichkeit, den Euro 6 Spiegel zu nutzen. Auch lackiert. Sieht halt dann so aus. Also ihr seht, bei dem DAF hier hat man so ein bisschen die Option, dass man sagt, okay, man hat jetzt so die alte. Oder dann hier die Euro 6 so ein bisschen zumindest ist dann hier mit am Start. Aufkleber. Habt ihr hier verschiedene? Die, glaube ich, kennen wir alle mittlerweile, oder? Die sind ja Geschmackssache natürlich, klar. Aber ja, die hier wird halt. So, hier machen wir mal schnell zwei Lampen rein und dann ist das auch schon gut. Ein Scanner-Logo macht jetzt hier keinen Sinn. Xenon oder Halogen. Müsst ihr euch dann hier raussuchen, was ihr braucht. Das bleibt ist der Standard. Tagverlicht ist klar. Dann haben wir hier noch Kunststoff. Kunststoff 2, Kunststoff, Kunststoff, Kunststoff oder lackiert, lackiert oder so. Ich nehme eigentlich mal gerne hier die Kunststoff-Variante 3, sieht eigentlich ganz schick aus, passt jetzt natürlich zu einem ganzen Plaste und unten dann die Nebelleuchten hier noch. So, nehmen wir mit. So, was haben wir hier noch? DAF, klar, Kennzeichenhalterung und natürlich die passenden Schmutzfänger hier. Das sind dann die hier, entweder gibt es ein Schwarz, die sehen dann so aus oder ein Weiß. Check. Nehmen wir mit. So, das Rest SCS, das ist auch SCS, da brauchen wir auch nichts machen hier. Lass mal, der Tank ist Chrom, Aluminium oder Schwarz. Das ist auch SCS, brauchen wir uns auch nicht anschauen. Das auch nicht. Dann haben wir hier noch die Trailerkabel, die machen wir natürlich wieder schwarz. Und die Trittplatte habt ihr dann hier auch verschiedene Aluminium in verschiedenen Variationen. Ich nehme da immer gern schwarz, weil es einfach gut absticht. Das ist die Verkleidung, gibt es auch in Euro 6, wenn man möchte. Das wäre das hier. Ne? Nehmen wir mal mit. Wir nehmen alles mit heute, was wir kriegen können hier. Unterlegkeile, das bleibt. Und dann habt ihr noch die Schmutzfinger, aber die lasse ich mal so. Also, dass ihr auch mal seht, man hat auch die Möglichkeit, hier so ein bisschen Euro 6 mit anzubauen. Ein bisschen zumindest. Und sieht auch ganz cool aus. So, dann oben CB Radiofunk. Und hier dann die Möglichkeit, ihr lasst es, dieses Fach so oder so mit dem Radio. Oder mit Navi und Radio. Nehme ich mit. Hier das Kabinen-DLC ist, glaube ich, auch klar. Brauchen wir auch nicht drauf eingehen. Das bleibt so. Kabinen-DLC an sich bleibt. Da wollen wir auch nicht drauf eingehen. Ich gucke bloß noch mal, ob wir hier irgendwas vergessen haben von Schumi. Das bleibt auch. Das ist auch. Nehmen wir mal einen Burger mit. Ich habe Hunger. Ansonsten Lieferpapiere. Ansonsten habt ihr hier nichts mehr. Das von Wolli, das ist natürlich kompatibel. Finde ich nach wie vor einfach mega. Für mich ein absolutes Must-Have hier im Ding. Und dann vom DAF-DLC hier noch. Klimbim oben runterhängen, kann man auch machen, lasse ich mal so.
Das war oben, das war draußen. Ah ja, genau, die Gardinen hier noch. Da habt ihr, das ist noch was von Schumi mit dabei, ist ja diese Gardinen, dass ihr dann hier dieses Logo dabei habt. Aber glaube, das wissen wir auch, das ist schon, gibt schon länger so. Und ja. Genau. Ah ja, Interieur, klar, logisch. Moment, hätte ich fast vergessen. Wir haben hier Automatik. Wir haben Standard. Da ist auch der Schaltknopf ein bisschen größer. Oder in schwarz. Oder in Automatik und in schwarz. Oder dann dieses helle. Und dann gibt es halt auch in Wurzelgehölzinnen. Das müsst ihr euch dann hier raussuchen, was ihr wollt. Ich lasse mal den Knüppel da. Sieht ganz schick aus. Jetzt muss ich bloß noch schnell hier mein Tischlein deck dich wieder hinstellen. Ach nee, hier gibt es gar kein Tischlein deck dich. Ach so, siehst du? Gibt es gar nicht. Müsst ihr euch dann hier raussuchen. Also das gibt es dann nicht bei diesem Interieur-Variante mit dem Wurzelholz. Dann sind wir schon durch. So, Interieur ist da. Läuft alles, blinkt und funkelt. Wie auch hier will ich oder müssen wir auch nicht, Scheibenwischer und die Außenspiegel, die brauchen wir uns. Außenspiegel, was rede ich denn hier für Quark? Nochmal, Scheibenwischer und die Fensterheber, jetzt sind wir, oh, Alter, brauchen wir uns nicht anschauen, warum? Ist ja original SCS. Also das brauchen wir uns nicht anschauen, das sparen wir uns einfach. Ich habe jetzt auch mal die Sonnenblende weggelassen, warum? Einfach mal so. Hatte ich Bock drauf. Kann man mal machen. Ist ja sowieso alles SDS. Aber so finde ich, sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Hat so ein bisschen so den Bulgarien-Style, oder? So die typischen bulgarischen Kisten. Die kippt man unten so ein bisschen Plaste dran. Keine Sonnenblende, weil braucht der Fahrer nicht. Blinden hält fit. Immer schön hier Sonnenstrahlen einatmen. Passt. Nee, sieht gut aus. Läuft doch. Lichttest. Also, Tagfahrlicht ist da. Logisch. Standlicht. Ich glaube, da oben diese Lampen, die was uns Schumi jetzt hier mitgibt. Und habe dann noch so ein, so ein Standlichtbündchen. Und dann normales Abblendlicht. Und dann Fernlicht. Ne? Und dann möchte funktionieren natürlich auch. Seitenpositionsleuchten. Rückwärtsgang, Bremse, Blinker. Ja, alles standardgemäß. Läuft hier. Ich finde es ja nach wie vor immer noch schade, dass Schumi seine Aufkleber, die Scheibenaufkleber nicht mehr drin spielpackt und das Interieurlicht ist auch nicht mehr da. Bisschen schade, aber ansonsten passt es schon. So, ich finde nach wie vor den DAF, den 105er, richtig schick. Ich weiß nicht, mir gefällt der einfach. Der gefällt mir besser wie der 106er. Ich kann euch nicht sagen, warum, aber mir gefällt einfach dieses kantige, eckige. Ah, weiß nicht. Mir gefällt er einfach. Alles Geschmackssache. So, also das Fazit jetzt hier für die 1,40 von Schumi aus dem SDS Forum sein DAF läuft. Und warum braucht man das Update? Klar, allein schon wegen den ganzen Lichtgedöns, habe ich ja schon erwähnt, dass alle Modder jetzt ihre Mods updaten müssen, weil sonst die ganzen Lichtfunktionen nicht mehr, also die ganzen Lichtkegel nicht mehr passen mit dem neuen Lichtsystem von SDS. Sonst habt ihr ja so einen übelsten Streukreis mit dem Licht. Habe ja auch schon ganz viel E-Mails erhalten. Probleme. Wenn ihr also die 1,40 habt, deaktiviert bitte alle Mods von 1,39 und testet die bitte durch, ob die überhaupt noch funktionieren. Ansonsten wartet auf ein Update hier von den jeweiligen Mods. So, ansonsten, toller Mod, läuft, passt, gecheckt, Haken hinter. Fragen dazu, einfach kommentieren, ansonsten im SDS-Forum nachfragen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem DAF von Schumi. In diesem Sinn, alles gute Fahrt, macht's gut, bis bald. Adios.